Aber Muni sollten wir vor allen Dingen kaufen. Ja, mein Rocket Launcher ist alle, aber ich der 400 Leben. Rocket Launcher hier. Aber ist hier gibt's gar keine Muni. Haha, verarscht, hier gibt's nämlich gar keine Muni. Hier gibt's bloß Leben. Warte mal. Vielleicht gibt's in die Ecke was. Oh, hier gibt's ein Lila Shield, 180. Und Gesundheitsregeneration. Aber hier gibt's Muni, also ich hoffe mal für mich. Wo gibt's denn hier Muni? Ja, achso. Alles voll, das Geld nehme ich mit. War meine Muni komplett. Toll, ich habe keine Raketen mehr. Vielleicht hätte man doch umkehren sollen, erstmal. Nein! Naja, schaffen wir so. Will ich sehen. Will jemand eine 26x7 Shotgun? Explosiven Schaden? Nö. Brennen ist besser, ne? Ja. Ich weiß nicht, wogegen hilft eigentlich explosiv? Explosiv ist halt, das ist eine normale Kugel und die explodiert halt noch. Ja. Machen nur so Splash-Schaden sozusagen. Explosionsschaden halt. Wir sollten warten, weil jetzt wird's ja gleich echt lustig. Ja, und ich bin noch nicht fertig mit. Und irgendwie habe ich den Verdacht, das wird zu dunkel für meine Leute, die mir das dann schauen. Aber noch heller. Dunkel ist bei mir gar nicht. Bei mir ist es schon relativ dunkel. Vor allem in der Aufnahme wird es dann relativ dunkel. Kannst du nochmal schnell vorher alles durch hochstellen? Habe ich ja gerade schon, Gamma. Aber noch höher. Gamma geht, die geht bloß Helligkeit hier bei dem. Und wenn ich meinen Bildschirm verändere, wird es nicht so viel bringen, deswegen. Ja. Sag mal, Langeweile? Was denn? Ja, ich warte ja hier. Ja, natürlich habe ich Langeweile. Nein! Ich gebe auf, ich gebe auf, ich gebe auf! Nee, wir machen das jetzt mal nie. Muss jetzt einer von euch sterben? Bitte kehre zur Arena zurück oder verlierst das Duell. Guppi hat das. Kannst du deine Duelllösung? Weil wenn ich rausgehe, will ich das. Ich will jetzt eigentlich nie hier Munition und Leben verschwenden. Ja. Das war gerade eine doofe Idee. Ich war auch bloß aus Langeweile und du nimmst natürlich an. Jetzt. Wir sind gegenseitig geboxt. Jetzt wird's lustig, pass mal auf. Ja, toll. Tada, die Wächter. Jetzt wird's mal wieder heller. Oh, jetzt kommen gleich die Wächter. Da, Wächter battlen. Vor allem, treff die jetzt mal kritisch. Aber gegen die ist Schockschaden übelst geil, weil denen ihr Schild. Weg von mir, oder? Denen ihr Schild ist richtig stark und nachher sind sie fast nichts mehr. Also, wenn du durch Schild durch bist, hast du eigentlich schon so gut wie tot. Los, komm jetzt mal, Platz. Weißt du? Ja, und kacke, du kommst an die Dinger überhaupt nie ran mit Berserker. Alles im Arsch und ich hab nur 10 Schrott hinten. Machen. Wir müssen uns auf eine einigen, weil sonst regenerieren die ihr scheiß Schild. Ja. Welchen? Hier, die hier auf die ich jetzt schieße, die hier, der ist Schild weg. So, nächstes Level? Nächster. Hätte man meinen Turm eher aufstellen können, dann macht er auch Schaden. Vor allen Dingen lädt er meinen auf Luft einen Flammenwerfer auf. Mein Raketenwerfer. Nächstes Level. Male? Ja, ich sogar Raketenwerfer Muni gibt's hier noch. Wo? Hier, lag's gerade. Hier ist eine Schrotflinte. Ja, ich hab ja 2, also. Achso, hehe. Aber trotzdem ist das eh immer Muni. Hier liegt eine Schrotflinte. Hab ich gesagt. Hm. Nix mit Muni. Und dahin ist hier eine Kiste, dahin ist hier eine Kiste! Ich will an die Kiste! Geh weg. Die ist schlecht. Naja, schnell zum Moment. Wir haben nochmal Artefakt bekommen. Eine Lila SMG, die 4 Schuss auf einmal schießt. Östler! Die würde ich dann mal nehmen. 9000 ist die wert. Bitte, wir haben auch, glaube ich, noch ein Explosiv-Artefakt bekommen. Also ich zumindest. Hab gerade noch eins bekommen. Müsst ihr mal in euren Inventar gucken, ob ihr da auch eins habt. Damit habt ihr jetzt Level 2 Explosiv-Skill. Ein lila SMG, Alter, mit 4 Schuss gleichzeitig und 40 Schaden. Das du, die sollte ordentlich fett sein. Überlege ich trotzdem, welches SMG ich nehme. Die hat aber eine übelst. Die hat 27 Zielgenauigkeit. Das ist nichts. Ja, gut, das ist wie eine Schrotflinte. Da musst du wieder direkt vom Gegner stehen, damit du triffst. Kommt ihr? Ja, Guppi ist halt gerade am Überlegen, welche Waffe er benutzt. Ja, vor allem Level 22. Jetzt habe ich halt Haufen Sachen bekommen. Ach, stimmt. Moment mal, da hatte ich auch noch einen Sniper. Tragen, oder was? Da hatte ich noch einen Sniper, was ich nehmen wollte. Jetzt habe ich mal eben einen Sniper, was 100 Schaden mehr macht. BÄM! Ins Gesicht. Hast du nicht genug zum Tragen oder was? Doch.
Aber wir haben halt nur Sachen, die wir jetzt benutzen können. Level 22 hatten wir schon ein paar Sachen im Rucksack. Nehme ich jetzt die Lilane oder nicht? Ich bin gerade schon... Hey, ihr seid doch Level 22? Ja, gerade geworden. Achso. Hier, ich teste die mal aus, wie die ist. Ich habe gerade von einer 700er auf eine 4700er Sniper gewechselt. Aber die hat 4,3-fachen Waffenzoom, hä? Ja, ja, das ist so eine, das ist halt so eine sinnlose Zusammenstellung, die eigentlich keinen Sinn macht. Genauso eine Schrotflinte mit Waffenzoom. Aber 4,3 ist echt heftig, du weißt, wie weit du gucken kannst. So, ich fahr mal ohne euch los, ne? Guck, ich steh immer noch dort. Ah, jetzt. Aber ich schaff's auch nur zwei Kugeln rauszukriegen, obwohl die vierfachen hat. So. Hä, hey, das soll eigentlich nicht sein, wenn du immer klickst, musst du die vier Kugeln abschießen, eigentlich. Nee, das war nicht nur zwei. Das war eine einzelne bei mir sogar. Es hat aber zwei aus dem Magazin abgezogen. Genau. Ist egal. Oh, es wird hell. Komisch. Ja, ja, jetzt ach, das kann ich wieder meine Helligkeit zurückstellen. Jetzt müssen wir uns wieder durchkämpfen. Oh nein. Wie ist das denn passiert? Wieso bin ich durch den. LOL? Bist du durchgefallen? Cool, vor allem, weil du der Host bist. Ich bin gesprungen und. Man springt auf Fahrstühlen nicht. Ey, da war noch was auf der Mittenplattform. Aber das lasse ich mir dann. Gucke ich mir dann mal an. Vielleicht wirst du mich dann nochmal schnell abholen. Welcher Mittelplattform? Warte doch mal. Ich habe hier auf dem mittleren Steg habe ich was gesehen, was grün ist. Ah, doch, das ist eine Sinnestäuschung. Okay. Also wie immer, alles klar. Zu viel gesagt. Ja. Sag's doch, wie immer. Ich glaube, es kommt mal hier wieder ein Gegner, oder? Ich hätte eigentlich gedacht, aber es kommt gerade echt keiner. Nö, diesmal nie. Oh, ja, gerade eine geile Aufteilung. Du schießt Scheiße, bin wieder weg nach oben. Bei mir war das reich, wir tauschen die Sitze. Achso, Matt Mel. Nehmen wir auch mal Matt Mel töten, machen wir bitte ganz zum Schluss. Ja, dann. Den geben wir nicht wieder ab. Matt Mel kommst du in die nächste Stadt, wenn du Matt Mel tötest. Deswegen erstmal abgeben, dann würde ich sagen. Dann gib halt erstmal ab. Soll das einen Grund haben? Also zumindest war es bei mir immer so. Und mit Mel fand ich so eine Assi-Quest, das ist die Hass-Quest für mich überhaupt. Also die habe ich mit einem Auto noch nie hingekriegt. Ich musste immer aussteigen und dann den Bug benutzen. Ich will erstmal auf jeden Fall meine Waffen aufladen. Oh, hab eine Raketenwaffe bekommen für die Quest. Hier gibt's eine Transfusions 58, Transfusion-Granate. Die hole ich mir. Gibt einen lila Raketenwerfer. Für 63.000. Kostet 18.000 die Granatenmod, Alter. Ich hab hier einen Triple Rocket Launcher, 280 Schaden. Willst du den haben? Wie viel Geld? 2.400. Ja, verkauf's halt. Ach, will jemand mein altes Schild haben? Will kein Triple Rocket Launcher. Wie war denn ein altes Schild? 226. Nö, ich glaube, ich hab immer noch das eine Schild, was 260 war. Ich hab, warte, 239. Okay. Swift Justice. So, erstmal schnell die Granaten mit ausrüsten. Was? 414? Achso, das war ja dieser Dreifach. 334 Schaden. Was? Steel Rocket Launcher? Rocket Launcher? Vierfach Feuerschaden? Wo? Hab ich bekommen? Ja, ich sage, ihr habt gerade einen Rocket Launcher für die Quest bekommen, sag ich doch. Achso. Das war eine Questbelohnung, gibt's halt einen Felix, wenn du's nicht brauchst. Ich brauch's nie, also ich hab ja selber ne? Den Rocket Launcher, 414 Schaden. Den habt ihr sicherlich auch bekommen. Nee, wir haben einen anderen bekommen. Was habt ihr bekommen? Ich hatte einen Triple Rocket Launcher mit 280 Schaden bekommen. Und Marco, du? Ich hab einen Flaming Rocket Launcher mit 334 Schaden bekommen. Ne, meinen mit 414, wenn's recht ist. Ja, du weißt nicht, wenn Marco mit dem Rocket Launcher noch umgehen will, kannst du auch damit anfangen. Also, nee, wir haben ja eh irgendwann vier Slots, weißt du? Und das wäre schon cool, wenn wir noch verkaufen. Na gut. Ja. So, jetzt haben wir nur noch Großwildjäger, müssen wir noch. Das gehe ich mal abgeben. Jetzt müssen wir wieder oben beim Eingang abgeben. Warum habe ich den jetzt noch nie ausgerüstet, die Transfusion? Weil es vielleicht ein Level höher ist?
Ah, jetzt, nee, weil ich hab auf die Granatenmod geklickt und gleichzeitig wieder auf das Ding und da hat das wieder demontiert. Du bist so super. Naja. Das Menü würde ich bloß mit den Pfeiltasten und mit Enter betätigen, weil das finde ich total schrecklich sonst. Oh mein Gott. Die Streuung dieser Waffe. Warum kann ich das nicht... Hä? Warum habe ich gerade so übelst viele gekriegt? Weil ich noch was abgegeben habe, noch eine Quest. Achso. Ich habe mich gerade gewundert, ich hatte gerade bis wenig Geld, da kam so, das kannst du nicht nutzen. Und auf einmal macht so kling. Ich habe gerade, müssen wir mal gucken, es könnte auch sein, dass ihr noch noch eine Waffe bekommen habt. Also zumindest habe ich eine Waffe bekommen gerade wieder. Ein Sniper. Genau, die Wittings Elephant Gun. Ja. Genau. 263 Schaden. Ja, die kriegen wir alle. Die ist aber nicht ganz cool. Die ist zwar eine Sniper, aber die hat keinen Zoom, von daher kann sie auch im Nahkampf benutzen. Zack, ausgetauscht. So. Oder beziehungsweise verkauft. Die weiße Elefantendame sozusagen. Das ist die Waffe, die in meinem Video für Ranzrate drin war. In dem einen. Da wisst ihr, da habe ich bis hierhin gespielt und die Quest abgegeben. Die kriegst du nämlich immer an der Stelle. Da gibt's einen Sniper mit 100. Ich habe einen Sniper mit 260 gerade bekommen. Ja. Okay, ich habe meinen Fehler mitgekriegt, als ich gesprochen habe. Weil ich ja auch, wie gesagt, im Einzelspieler als Sniper gespielt habe. So, wohin jetzt? Oh. Ich drehe gerade so meine Runde. Hat er das umlackiert? Ja. Au! Spasti! Rosa wird geschubst. Ist mir mal so. Lass mich in Ruhe! Ich schub's zurück! Jetzt gleich um. Ich reite dich! Ich besteig dich! Ich besteig dich! Können wir jetzt mal die Quest machen? Wo geht's denn hin? Da lang! Oh Mann, ey, da dreht man sich jetzt einfach in die Arena. Ja, da rechts. Das ist schon. Wie gesagt, ich finde es total schrecklich, die Quest. Also, vielleicht liegt es daran, dass ich alleine gespielt habe, weil hier geht echt so viel auf dich und du musst mit dem Auto reinfahren. Anders zählt's nicht. Zählt's gar nicht. So, hier ist übrigens schon die Arena. Simp! So, ich würde vorschlagen, jeder macht eine Richtung. Wir müssen dann vor allen Dingen, da kommen auch Autos, die müssen wir erstmal platt machen. Naja, jeder eine Richtung, wie gesagt. Vor uns, Kuppi! War in jeder in der Richtung nicht zu verstehen. Wir sollten einfach gegenseitig den Rücken decken. Flamp. Die fahre ich um. Du musst dich um den Rest kümmern, um die Autos. Kein wirklich geselliger Typ, habe ich gerade abgeschlossen als Herausforderung. Felix, du bist gleich tot, wenn du so weitermachst. Noch nicht. Ich fahre mal ein paar noch im Kreis. Oh, du... Ah, Marco, lass ihn stehen, ich will ihn umfahren. Da ist übrigens das fette Teil ist Mad Mel. Oh, ich bin gleich tot. Ich fahr erstmal. Scheiße. Ich bin tot. Ja, wir auch. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Ist echt mies, ey. Können wir nie drei Autos nehmen oder so? Wir wurden gerade überfahren, kann das sein? Wir können einfach den Bug benutzen, den ich auch mal benutzt habe. Hier hinstellen und alles umschießen. Das wäre natürlich viel zu einfach. Ja, groß was anderes. Also, weil ich finde es unglaublich schwer, wenn man es echt so spielt, wie es gedacht ist. Wie soll ich Autos treffen, wenn mein Raketenwerfer so lahmarschig ist? Dann nimm die Schrotflinte und hoffe, dass du triffst. Wie sich halt gegenseitig umfahren, ist so super. LOL. Also wie gesagt, eigentlich Mad Mel ist vor allem das Hauptziel. Aber wenn mir halt was anderes vor die Flinte kommt, ziehe ich auch das an. Ach, wisst ihr was? Die Elephant Gun ist scheiße. Ich hab einen besseren Sniper. Scheiße, mich hat fast voll erwischt. Ja, Raketenwerfer, die Kugeln sind ja übelst arm unterwegs, also die Raketen. Ja. Ja. Genau, jetzt kommen wir nämlich nach New Haven.
So zu ungenau auf die große Entfernung. Aber wir sollten eigentlich jetzt. Wir sollten jetzt ein Auto mitnehmen, weil es ist noch ein Stück weit zu fahren. Ja, dann. Wow! Oh fuck, jedes Mal der gleiche Rotz. Du wirst ja sicherlich kein Taxi spielen, Benny. Doch, ich bin doch gerade dabei. Ja, aber zwei Leute kannst du schwer transportieren. Das stimmt wohl, aber ich kann zumindest einen mitnehmen. Ein rosa Auto, ey. Ist das gegen rosa Autos? Ja. Nichts, was wirkt, ne? Meine ist schwarz. Deins ist schwarz. Du bist immer so negativ. Machst alles kaputt. Ich bin ein Emo. Ach nee, dahin müssen wir. Und nein, an die Leute, die zuhören, ich bin kein Emo im wahren Leben. Was sind das bitte für Verpacktes, wenn man dort hochfährt? Ach, ich reg mich bei den Spinnen auf. Links, rechts, wo soll ich lang? Ach, doppelt. Du kannst wieder einsteigen, wir gehen mit dem Auto durch. Würde ich behaupten. Würde ich überhaupten. Ja. Aber der hat diesmal anders getanzt, sonst macht der immer. Ja, der haben unterschiedliche Tänze, die Viecher. Den fand ich am coolsten. Ich tanze. Jo, wir sind mit dem Auto durch. Lol. Na dann. Boah. Wollen wir vielleicht hier was ausrauben? Hier oben ist ein bisschen leider. Noch, Stände, nee, müssen wir eh noch hindern. Wir können erstmal die Stadt. Ach so. Toll, ich bin voll gegen das Tor gerammelt. Als Administratorin von New Haven bin ich für das Wohl der Bürger verantwortlich und deshalb muss ich die Straße nach Sanctuary momentan gesperrt lassen. Darren Flynn's Bande und ihre Hüllenmaschine. Sanctuary! Das erinnert mich an deine ersten Let's Plays. Wieso? Weil du da hier auch rumgerannt bist. No, das war gar kein Let's Play. Das war einfach nur. Das war die Vorgeschichte zum Let's Play. Das ist Gameplay. Ich finde wieder nur Scheiße. Mad Mel abliefern, wie wär's damit? Ich habe übrigens eine Schrotflinte gefunden und zwar, wo habe ich sie jetzt? 64x12 mit 30 Zielgenauigkeit. Jo, die nehme ich. Wo bist denn du? Wenn ich hier wieder rausfinde. Ich bin gerade irgendwo hin. Ja. Terrible Matador. Was ist das denn für eine. Was? 14,8 für eine Pistole? Hat die noch irgendwie Elementarschaden oder was? Nee, Geschwindigkeit. Feuergeschwindigkeit 14,8 für eine Pistole. Nee. Hat kann. Aber ist okay. Ach so. Den hat schon mal wieder weniger Zielgenauigkeit, glaube ich. Nee, mehr, cool, das ist ja krass. Manchmal nerven die Roboter, aber die sprechen einfach viel zu viel. So, jetzt hier mal Waffen kaufen, Muni kaufen. Alter, hier kostet ein Schild mit 326 Energie im Angebot 30.000. Ja, das ist. Und ich hab 29.000 drinne. Das kommt vor. Mir kommt das manchmal immer so vor, als berechnen die das, wie viel hat der so ungefähr drinne, dann machen wir den Preis. Beschwer dich nicht, ich hab bloß 11.000. Zwei überbreite. Skill? Was ist das? Da musst du mal in deine Skill-Übersicht gucken, was der überbreite Skill ist. Dann siehst du, den tut's halt um zwei Ränge erhöhen. Aber das ist für einen Soldaten. Das hat nichts mit dir zu tun. Nee, da war der Berserker. Passt schon. Ach, also Belastungsskill war das, Entschuldigung. Aber für einen Soldaten gibt's ein paar Sachen. Übrigens hat Soldaten auch Class-Mods, wo wir dann Leben regenerieren. Quatsch.
Munition regenerieren. Bestimmt da oben was. So breiter als Stich gibt's ja gar nicht, aber egal. Doch, irgendwo muss es ein Skill geben, überbreite Skill. Oder allgemein überbreiter heißt das dann, heißt der Skill rechts in der Beschreibung. Irgendwo gucken, was so aussieht wie. Nee, du musst mal halt die Namen durchgehen. Naja, von den Skills. Ja, genau. Und dann rechts steht halt der Name. Übrigens haben wir ein Inventar-Upgrade gerade bekommen. Unterbrechlich, hartnäckig, aber nichts mit Überfall. Ich bin noch nicht bekloppt. Vielleicht in einem anderen Skill-Tree? Ich habe schon in allen geguckt, ich bin doch nicht behämmert. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es den irgendwo gibt. Eisenfaust, endloser Zorn, abgehärtet, Schutzvorrichtung, ausgestattet, schnelles Nachladen, Schwertransport, Rache, schwerer Brummer, Schlag. Irgendwie buggt das gerade ein bisschen rum. Wie ein Wespenstich, Großboxer, Jähzorn. Siehst du in einem Video, wenn ich das hochlade, weißt du, warum ich gesagt habe, irgendwie buggt es gerade rum. Vier Corrosive. Tatsächlich und Blutsport, aber nichts mit. Ist egal. Habt ihr sonst noch irgendwas Tolles gefunden? Ich habe eine Korrosionswaffe gefunden, das wurde mir gerade gesagt. Ansonsten gebe ich. Ach, hast du schon abgegeben, dass wir hier überhaupt angekommen sind? Nee, ja, die Mad Melding. Das machst du mal. Okay, ja, dann mache ich das. Bin auf dem Weg. Der quatscht nämlich die Tante uns gleich wieder zu. Ja, toll. Noch einer, die mehr spricht als ich. Nochmal ein Speicherdeck-Upgrade. Ich nie. Also, doch, es hat glaube ich direkt aktiviert. Ach so. Habt ihr das gehört? Was? Ich hab grad übelst laut Wumms gemacht. Nö. Hier oben der Tank ist gerade voll in Möhre explodiert, als ich drauf gefeuert hab. So, können wir eigentlich noch irgendwo hier Quests annehmen? Sehen wir das eigentlich auf der Karte? Nee, aber bei. Das sagt der Claptrap immer an. Bei Dingens, bei dem Scooter-Typ da vorne können wir noch Quests annehmen. Wir sollten jetzt wieder eine ewig lange. Noch. Nee, hier rechts noch. Da. Hier, da ist Scooter. Ach genau, wir müssen zu TK zurück. Für den. Kann ich noch irgendwie auf. Ah, hier ist noch eine Muni-Kiste. Ja, und wir können erstmal hier die Generatoren anmachen. Stimmt, da war was. Bei den Muni einsammeln. Da müssen wir nämlich überall hoch. Einfach mal verteilen und diese Dinger anmachen. Diese Dinger. Wenn ja. Ich sie noch nie gesehen habe, ist diese Dinger ein tolles. Das ist ein Generator. Das hat meistens ein Kabel dran und sieht ein bisschen aus wie ein Motor. Okay. Also irgendwer hat gerade was angemacht davon. Ich. Okay. Oh, hier gibt's noch Munition. Hier ist noch Waffen. Gattergun auf mich. Die Würfel, toll. Nochmal Geld. 20.000 habe ich wieder. Hab ich noch eins gefunden. Hallo. Am Nordtor fehlt noch. Wo ist denn Norden hier? Schon mal Dani. Da ist Norden? Okay. Da war ich doch vorhin gerade. Hab ich irgendwie übersehen. So, haben wir schon was zum Abgeben. Level 23. Ich bin euch voraus. Schalalalalala. Ich bin auf einem Dach, wo ihr noch nie wart. Ich hab wieder Haufen Repeater gefunden. Marco, willst du mit zu mir mal kommen hier? Ich bin hier oben auf dem Dach, hier gibt's Haufen Repeater. Die sind eher für mich, ich wollte gerade sagen. Was, auf welchem Dach? Ja, auf dem da. Ja, genau. Nee, da. Siehst du? Sagt er an. Explosionsrevolver. Das sind übrigens alles Revolver. Wo war das jetzt noch?